Moin moin ihr geilen Schnitte, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 und wir sind auf der Hüllte-Steppe und questen uns durch die Seath-Steine durch. Du bist der Nächste. Dich machen wir jetzt als Nächstes fertig. Sahagin, weil es Midia Morast von Asyl. Okay, die Seele vereinigt die Pole. Die Eigenart bewahren heißt Teil des Ganzen zu sein. Gegensätzliches Verlangen zerreißt den Geist. Myriaden Wunden purifizieren verirrter Geist des Wassers. Sahagin. Der Fluss des Lebens muss fließen. Okay, so. Stufe C ist es. Nehmen wir an. Machen wir platt. Oh. Macht mir schon ein bisschen Angst, das Vieh. Der uns irgendwann angreift vielleicht? Wenn man alle Steine fertig hat? Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. So, mal gucken, wo dieses Wallis Media jetzt überhaupt ist. Da ist doch das Basislager auch drin, ne? Tja. Wir nehmen einfach mal den Teleport und gucken mal, wo wir dann auskommen. Ich denke, das ist das Sinnvollste dann. Und dann machen wir die Quest. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo noch einen Seath-Stein. So wie wir es auch in der letzten Folge mit dem Simada Betweetes oder wie der hieß, gemacht haben. Umso mehr Seath-Steine man auch schafft, umso mehr werden neue freigeschaltet. Deswegen gucke ich auch immer danach. Zumindest glaube ich das, dass es so ist. Weil manchmal kommen dann neue da hinzu. Wir haben ja schon ein paar Missionen geschafft. Mal gucken, wie es weitergeht. So, hier runter. Und da war der Teleportstein. Ist immer noch wieder schlechtes Wetter. Ist immer schlechte Laune hat das Vieh, wenn wir hier ein paar Seath-Steine machen. Nee. So geht das aber nicht. So. Durchlassen. Teleportieren. Nach Wallis Media. Da haben wir ja noch einen Teleportstein. Nehmen wir den doch am besten direkt. So. Chip. So, jetzt können wir theoretisch wieder Richtung Wiege des Offenes gehen. Und das lasse ich jetzt mal gepflegt sein. Ah, da vorne, ganz hinten am Arsch. Da müssen wir jetzt hier erstmal ein Stückchen laufen. Das Telefon geht mir immer noch auf und sagt, das ist natürlich wieder heute, ist es wieder total ehrlich. Weißt du, Sonntag ruft man hier an. Weiß gar nicht, was der Scheiß soll. So. Ja, ich kann hier nix, weißt du? Hier ist das so einfach, dann machen wir einfach direkt zwei Blitzschlagparadigma. Und dürften ja direkt weg sein. Mit einer Feuerattacke von Hope. Soll ich gar nichts machen. Okay, wenn die irgendwann angreifen. What the fuck? Wie greifen die mal gar nicht an? Was greifen die immer viel schneller an? Was ist denn da los? Hä? What the fuck? Irgendwie hat das jetzt länger gedauert, als wenn wir einen Augmentor dabei gehabt hätten, habe ich das Gefühl. Okay, das müssen wir beobachten. Schwuppadubom. Bam, badam, bam, bam, badam, bam. Wenn hier jetzt so Pizzle-Gegner kommen, ja, die halten einen auch nur auf. Wenn wir nicht dran vorbeikommen, klar, dann kämpfen wir, aber sonst scheiße ich mal da drauf. Ja, gut, hier zum Beispiel. Da ist das mal scheißegal dann. Feuer! So, wir könnten irgendwann noch mal unsere anderen Sachen modifizieren, die wir haben, unsere Accessoires.
mit den Überbleibseln. Da will ich jetzt aber kein Geld für ausgeben, ehrlich gesagt. Aber so standardmäßig könnte man es eigentlich echt mal machen. Wäre das echt eine Überlegung wert. Mal gucken. So, Schock und Tschüss. Schwabbelschleim. Wir haben immer noch die Sammlerseele, die ist ja ganz schön nice. Nein! Ich bin doch voll durchgelaufen mittendurch. Am Arsch. Na gut. Feuer! Und nochmal Feuer! So. I was just getting started. Bisschen traurig bin ich scheinbar. Jappadupdup. Jappadumpum. So. Das haben wir auch gleich geschafft. Hier müssen wir wahrscheinlich jetzt gleich gegen kämpfen, wenn ich da die 4 Punkte sehe. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Ne. Never ever. 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 Kommen wir daran vorbei. Irgendwie greifen die. Ja, klar, greifen die später an, weil ja. Weil ja Lightning schon viel schneller angreifen kann durch ihr Windhalstuch und all. Deswegen. So, was haben wir denn? Das sieht ja, ihr seht ja witzig aus. Kenne ich ja noch gar nicht. Neue Gegner. Oh, jetzt haben wir mit Blitzschlag direkt an. Na gut, egal. Die Alraun. Okay, schon vorbei. Waffen. Sahagin. Können, glaube ich, nicht allzu viel, wenn ich das sehe. Ich glaube, die Orobons sind dann doch um deutlich stärker. So. Debuff. Ja, deutlich schlechter. So. Nitze. Da kriegen wir. Gibt was Gutes. Pechblende. Wieder ein Fluxkatalysator, aber immer noch nicht der richtige für uns. So. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Scheiße, hier sehe ich nichts Leuchtendes. Weißt du, wenn ich jetzt hier runter gehe? Vielleicht sehen wir da noch einen Seath-Stein, der jetzt mittlerweile aktiv ist. Mal kaiken. Sonst laufen wir das Stück einmal wieder zurück. Wir müssen uns ja irgendwie dann wieder auf die Achillessteppe, denke ich mal, teleportieren. Ja. Was sagte dieser kleine Roboter in Urban nochmal? Dass irgendwo auch in diesem Maharaja-Stollen, auch noch so spezielle Geheimgänge gibt, die man nur mit Atmos erreichen kann, mit dem Falci, der uns da die Gegend kutschiert. Müsste man auch nochmal herausfinden. Guck mal, da hinten geht's auch nochmal weiter. Da war ich auch noch nicht. Egal. Wir gehen uns nochmal teleportieren. Hier vorne ist nämlich auch der Teleportationsstein. Ja, dann gehen wir wieder zur Hültesteppe, ne? Da sind ja noch ein paar Sachen. Erstmal die Viecher jetzt hier platt machen. Oh, nice, von hinten. Schön. Schwäche Eis. Oder Wasser. Wie immer. Süß. Einfach nur witzig. Wie schnell die einfach weg sind. La 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 la. Hier ist noch so gute Laune in der Musik, ey. Ohne Scheiß. Aber wir haben ja Zeit. Wir sind ja Lissie, ne? Wir werden auch nicht zu Sie. Niemals. Das ist ja krass, wenn da die Zeit auch noch ablaufen würde irgendwie.
Das wäre richtig übel. Wenn man irgendwo rechts sieht, ja, ihr habt noch jetzt ungefähr 10 Stunden Zeit, bis ihr zu Seed werdet. Bestimmt gibt es dann im Kapitel 13 so einen Kampf dagegen. Kampf gegen die Zeit oder so beim letzten Boss. Man weiß es nicht. So. Okay. Wo blinkt es denn? Ja klar, da links das krasse Vieh, das kriegen wir wahrscheinlich nicht kaputt. Vielleicht kriegen wir da hinten einen kaputt, wenn er nicht Klasse A ist. Ansonsten ist da vorne auch noch einer. Den machen wir. Der ist hier um die Ecke. Ich hoffe mal einfach, dass der nicht Stufe A direkt ist. Und uns auseinanderfickt. Ist ja natürlich schade. Aber ich glaube einfach mal daran, dass wir Glück haben. La 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 la. So, hier wieder Standardkampf. Den nehmen wir immer wieder mit. Die 2000 EP gerne. KP gerne. Hallo. Piep piep. Hydro-Schlag. So. Ja, so viel Aerora machen, wie ihr wollt. Es nützt euch gar nichts. Puff. So. Die Zeitvorgaben sind der Hammer dafür. 3 Minuten. So, hier müsste einer sein. Ist doch irgendein Durchgang, den wir nicht kriegen oder sowas. Aha, was ist das denn? What the fuck? Ein roter. Seath-Statuen und Bannbezirke. Okay, das kenne ich überhaupt noch nicht. Einige Areale auf Grand Pulse werden von magischen Barrieren geschützt und manchen eine Durchreise unmöglich. Und machen eine Durchreise unmöglich. Um die magischen Barrieren einzureißen, müssen Missionen angenommen werden und erfolgreich erfüllt werden. Nur allzu oft handelt es sich dabei um gefährliche Missionen, die in einem erbitterten Kampf um Leben und Tod münden. Die Annahme von Missionen sollte also mit Bedacht erfolgen. Auch ist es nicht zwingend erforderlich, alle magischen Barrieren zu zerstören. Der Stufe C kriegt ja wohl hin. Die Sima von den Falsi verflucht. Aha, und voller Hass auf das Leben sind die stärksten und grausamsten aller Seath. Du Geiserich bist der größte von ihnen. Wo du schreitest, verendet jegliches Leben. Dich zu bezwingen, das ist meine Bestimmung. Du, mein Freund, der du keiner Fliege etwas zuleide tun konntest, bist gefangen in deinem riesigen Körper. Auf dem westlichen Terrassenhügel in der Achillessteppe werde ich dir gegenübertreten und dich von dem Leid erlösen. Ja, nehmen wir an. Barrierestatue, Stufe C. Okay. Guckt den Tipp hier angucken. So. Schriftfragmente. Oh, wir haben sogar zwei. Das Zeitalter des Verfalls. Die erhabene Gottheit Puls verwehrt uns wenigen verbliebenen Menschen ihre schützende Hand. Noch immer werden gnadenlos Lissi erwählt und mit unerklärlichen Bestimmungen ins Verderben geschickt. Wir Menschen, die nur vereint gegen die Umbilden der Welt zu bestehen vermögen, richten uns so Schwerter gegeneinander. Zuletzt wird auch unser geliebtes Padra fallen. Es gibt keine Erlösung. Die Menschheit ist im Untergang geweiht. Okay, 10, der todbringende Fight. Man sagt, die Falsi erschufen zahlreiche Archen, um sich für den Krieg gegen Feinde von außen zu wappnen. Ob die Feinde von außen jene Dämonen aus Cocoon sein mögen? Doch die Legende der Archen ist älter als Cocoon. Es wird vermutet, die Dämonen hätten bei der Erbauung Cocoons einige Archen geraubt und dort oben versteckt. Wer mögen dann wohl die Feinde von außen sein? Was droht von außen? Oder ist es das Ziel, von hier nach außen vorzudringen? Sind die Götter womöglich nach außen entschwunden? Aha. So. Wo müssen wir denn genau hin? Ah, links um die Ecke. Da, wo wir erst unseren ersten Auftrag aufgenommen haben. Na, das A-Ding, aber das war doch ein bisschen zu heavy.
ein bisschen arg zu viel. Aber wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, können wir das auch gerne machen. Ja. Ich muss mich darum nicht kloppen, aber wenn ihr, wie gesagt, gerne wollt, erlöse ich euch auch gerne. Gar kein Problem. So. Eis, 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 Eis. Eis, 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 Eis. Yippie. Und tschüss. So. Okay. Mein Gott, das ist echt eine krasse Laufarbeit, diese Mission, ne? Das ist richtig übel. Aber wir können uns einmal diese wunderschöne Landschaft angucken. Cocoon ganz weit entfernt. Wo immer noch dieser große Krieg herrscht. Obwohl, ja gut, vielleicht hat er auch aufgehört, keine Ahnung. Wir können einfach hier rumchillen. Was passiert denn dann, wenn eigentlich wir jetzt zu Thief werden? Ist dann bei Fandalis am Sack? Ich weiß das gar nicht. Aber natürlich wollen die Helden nicht sterben. Beziehungsweise zu Thief werden. Ich meine, dann sind sie ja so gut wie tot. Und die als Thief-Stein enden. Das wäre auch scheiße. Aber ja, was macht man denn da? Keine Ahnung. So, irgendwo hier sollten die Viecher stehen. Was haben wir denn hier? So, Taxims wieder, oder? Ja. So, dann nehmen wir dann doch lieber... Dann machen wir doch lieber hier Augmentor einmal rein. So, manipulieren. Was das Zeug hält. Zack. Weg damit. Das Blitzschlag. Oh, das sieht schon richtig geil aus, die Effekte da teilweise. Wenn dann die Blitze hier rumploppen und alles da explodiert, ey, das sieht schon geil aus. So. Wir kriegen ja echt schnell den Schockzustand, ne? So. Was ist das denn? Das ist doch hier irgendwo. Ah. Ach, guck euch an. Hier waren wir noch gar... Lol. Hier gibt's ja doch richtig viel. Aha. So, erstmal den... Das Vieh platt machen. Den Bubli Blubli. Das sieht ja crazy aus. Vor allem die Hände davor, die sehen ja richtig geil aus. Nette Idee. So, vielleicht hat es viel, viel Leben. Geiserig. Erstmal buffen. Okay. Feuereifer angreifen. Oh. Ja, ein bisschen was auch an Schaden. So, ich will jetzt erstmal hier durchgebufft haben, alles. Vorher mal erstmal hier gar nichts. Okay, vielleicht doch. Manipulieren wir doch mal kurz. Okay, vielleicht liegen wir doch schneller kaputt, als ich dachte. Ich bin der Geiserich, ich habe 702.000 Leben und bin direkt tot. Hätte ich das alles vorher machen müssen? Vor dem, hier, ne? Bevor wir nach Cocoon gegangen sind. Weil so schwer sind die Gegner ja echt nicht alle. Mission erfüllt. Königswehr. 5 Stufen haben wir bekommen. Und tschüss.
So, die Ruinenstadt Padra freut sich bestimmt. Das müssen wir uns dann mal irgendwann angucken. So, jetzt ist dieser komische Weg da frei, ne? Oh, da hinten ist ein Teleportstein. Oh ja, den nehmen wir. Den machen wir aber jetzt sowas von. Hallo. Oh. Ganz viele Gegner. Ah ja, Feuerschlag, ne? Frostschlag, Hyroschlag, was auch immer. Wow. Lol. Scheiße, die stellt kaputt. So, ich glaube, wir können jetzt mal einmal kurz leveln. Ja. Jetzt reicht's auch. So, dann haben wir Wallum gelernt und ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Ist mir jetzt noch zu stressig, hier Besiegen dazu machen. Dann werden wir jetzt... Was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwelche Fertigkeiten? Da, Heiler. Der Heiler muss besser werden. So. Was machen wir mit dir? Wo waren wir denn da? Stimmt, das war fertig. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, es war der Heiler. Ist aber letztendlich scheißegal. So, schön Erfahrung kriegen oder stärker werden. Aber krass, schon fast 5000 Leben mit Hope. Schon geil. Damit hat Hope mehr Leben mittlerweile als Lightning, die eigentlich so gut wie noch gar nichts hat. Das ist echt scheiße. Das, ja, gut, liegt halt wirklich an dem Augmentor. Da werde ich bestimmt auch noch ein bisschen Kritik von euch einstecken müssen, aber gut. Passiert. Damit muss man leben. Und bam, die haben die 2000 Angriffskraft geknackt. Leck mich fett. Kann man nice. Sehr gut. So. Wo war das Ding, wo wir hin muss? Ach, hier waren noch hier ein paar Kugelchen, ne? Kügelchen. Haben wollen. Natürlich. Weichleder. Hm, wie geschmeidig. Ah, hier wohnte mal wo jemand. Ach, und dann wieder ein Präventivschlag. Es tut mir echt leid für die Viecher, ne? Echt sehr leid. Total. Pam. So. Gucken wir mal. Was wir denn hier noch finden? Ich glaube, hier kann man auch ganz gut trainieren. Hätte ich das mal gewusst. Die ganzen Viecher geben mir Erfahrung, wie bescheuert. Aua. Was für Schaden einfach da nur immer von Fan kommt. Das ist so witzig. So, zack. Hier ist aber leider gar nichts. Aber hier ist irgendwo was. Ich höre es schon. Gib's her. Dahinter. Da spielen noch die kleinen Vögelchen, aber gleich sind sie in den beiden ewigen Jagdgründen. Denn der Stärkste setzt sich hier durch. Und das sind definitiv wir. Noch. Außer wir kämpfen gegen diesen Ei, dieses Riesenvieh, wie ist das, Allermann, irgendwas. Dann sieht das nicht mehr aus. Das Kräfteverhältnis. So. Eine Feuerrehpistel. Aha.
So, ja, komm, die nehmen wir alle mit. Das ist ja eigentlich echt easy Erfahrung, ja? Zusammentrommeln! Muss nicht sein, ne? Ja, Fang, du bist schon echt krass drauf, ey. Ohne Scheiß. Nice. So, jetzt will ich aber zum Teleport gehen, ey. Komm, ja, kein Bock mehr. So, wo kriege ich denn jetzt hier diese scheiß Schokobus überhaupt her? Ich glaube, das muss ich mal echt ergoogeln. Keine Ahnung, ey. So, hier haben wir schon überall gekämpft. Kugeln abgesnackt und so. Da kommt die Mama mit ihren kleinen Kindern hinterhergelaufen. Wie die kleinen, wie die Entlein. Läuft auch die Mama immer vor. So, irgendwo hier war das doch. Genau. Rechts halten und dann links abbiegen. Hi! Ne, gerade kein Bock, gegen dich zu kämpfen. Da will ich lieber den Teleportstein haben, damit wir ja auch mal echt dann zum Maharaja-Stollen da rein können. Masangala, ich weiß nie, wie das heißt. Ich vergesse den Namen immer. Ach toll, jetzt berührt sie uns das Vieh auch noch. Scheiße. So. Das ist die Schwäche von dem Vieh. Egal was. Aufspießen daneben. Tut mir sehr leid. Echt total leid. Das ist natürlich echt heavy jetzt, wenn sich das Ding auch noch aufwandelt. Das ist echt frech. Warum bewegt es sich nicht? Hammer nice, aber warum? Ah, jetzt greift Blitzra an. Aber es hilft trotzdem nichts. Hä? Die Umbabas waren stärker, ne? Ja. Eindeutig. So, go, go. Ja, mach mal dein blödes Blitzra. Vorbei ist es, Freundchen. Vorbei. Uff. Mein Gott, wie stark einfach nur dieser König Behemoth am Anfang noch war. Aber nice, hier ist eine Teleportstatue, die nehmen wir natürlich wieder mit. Piep. Aha, Klasse B. In den Maharaba-Stollen sind bei einem Immortoid ein paar Sicherungen durchgebrannt. Er griff grundlos die Arbeiter an und zog daraufhin randalierend zum Nordplateau in der Achillessteppe. Mein geliebter Ehemann war unter den Opfern. Die Blechbüchse zerlege ich in alle Einzelteile. Das ist meine Bestimmung. Der Falci ließ mir seine unendliche Gnade zuteil werden, auf das ich meinen Liebsten zu rächen vermag. Mein Schmerz und mein Hass geben mir Kraft. Ja, hast ja wunderbar geschafft, du dummer Siegstein. Na, guck hier an. Um die Ecke. Ja, Maharaba-Stollen, da müssen wir auch bald rein, weil da weiß ich noch genau, dass da super viele Seath-Statuen waren. Mal gucken. So, war das hier schon? Nee, Quatsch. Noch ein ganzes Stück laufen. Wir waren hier oben eigentlich noch gar nicht, weil er immer von diesen dicken Viechern beschützt wurde. Von den Adamans oder hier, von dem Vieh. Das ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Aber der hier ist dann doch deutlich einfacher, zum Beispiel. Da ist nämlich auch so ein Ding, das will ich haben. Aber da will ich erstmal wieder so das haben. Und Schutz! Komm her. Kollege Turnschuh. Oh, du siehst ja eklig aus. So, Protest und Wallum. Protest und Wallum. Komm, mach nochmal Wallum. Jawohl. Courage und Ena. Ach, Ad Eis kommt jetzt noch.
Okay. Ena, Courage. Hope. Aua. Courage und Ena. So, einmal heilen. Adamantchilis, genau, so heißt das Vieh. Kann auch gar nichts mehr. Konnte mal was. Mittlerweile frühstück ich sowas im Schlaf weg. Sollten einmal kurz buffen. Noch. Oh, und heilen. So. Okay. Wir müssen mal ein bisschen hier Gemach drauf haben. Nicht morbid, Gemach. Komm, hau aus das Ding. Okay, dann halt nicht. War ja nur so eine Frage. Hätte ja sein können, dass du das mal machst. Aber nein, lieber stoppen. Das stimmt, das sind echt die schlechteren Viecher. Da sind die anderen doch deutlich heftiger. So, 91.000 Schaden. So, was haben wir denn hier Schönes? Son, gib's her. Was ist denn da Feines? Irgendwas Schönes, komm. Hau raus. Ein Goldklumpen. Ja, 60.000. Boah, ist in Ordnung. Da, das Vieh, das gilt irgendwann zu besiegen. Aber noch definitiv nicht jetzt. So, muss ich aufpassen, dass mich das Ding nicht gleich auffrisst. Na. Ach, hier ist es ja schon. Irgendwo. Na, erstmal die Wauzis nochmal platt machen. So, machen wir Courage und Ena auf beide. Auf alles. Und dann greift, hüpfen wir es richtig hart. Ah nein, nicht grüne Front. Ah. Wie ich mich da immer vertue. Puff. So. Vorwärts. Okay, so. Dann war es das halt schon wieder mit dieser Folge. Da vorne ist unser Gegner. Das machen wir dann in der nächsten Folge platt. Bei Let's Play Final Fantasy 13. Haut rein. Tschüss.